Es geht um Unabhängigkeit von Ereignissen und es geht auch um bedingte Wahrscheinlichkeit. Aufgabe. In einem Gefäß befinden sich drei schwarze und drei weiße Kugeln. Es werden nacheinander zwei Kugeln gezogen, wobei die erste Kugel nicht zurückgelegt wird. Die Ereignisse A. Erste Kugel ist schwarz und B. Die zweite Kugel ist weiß, sollen auf Unabhängigkeit untersucht werden. Versuchen wir mal. Also ich bin ein visueller Typ, ich muss mir immer alles aufmalen. Hier ist also das Gefäß mit den Kugeln. Wir haben dreimal schwarz und dreimal weiß. So, welche Kombinationen können gezogen werden? Es könnte zweimal weiß gezogen werden. Es könnte weiß-schwarz gezogen werden. Es könnte schwarz-weiß gezogen werden und schwarz-schwarz. Wie sind die Wahrscheinlichkeiten für diese Ziehungen? Schauen wir mal auf das Baumdiagramm. Also im ersten Zug kann man entweder schwarz oder weiß ziehen. Es sind sechs Kugeln drin, drei schwarze, drei weiße, also jeweils die Chance 1/2. Also 1/2 und 1/2. So, jetzt ist eine schwarze Kugel raus, dann sind noch zwei schwarze Kugeln drin und insgesamt fünf Kugeln. Das heißt, wir haben eine Chance von 2/5, eine weitere schwarze zu ziehen. Dementsprechend haben wir noch drei weiße drin und fünf insgesamt, also 3/5. Hier ist es genau umgekehrt. Wir haben eine weiße raus, das heißt, es sind noch drei schwarze drin und fünf insgesamt, also 3/5. Und es sind noch zwei weiße, also 2/5. So, die Pfadwahrscheinlichkeiten. Schwarz-Schwarz, 1/2 mal 2/5 ist 1/5. Schwarz-Weiß, 1/2 mal 3/5 ist 3/10. Dann Weiß-Schwarz ist 1/2 mal 3/5 ist 3/10. Und Weiß-Weiß ist 1/2 mal 2/5 ist 1/5. Wir können also schreiben, die Wahrscheinlichkeit P von Weiß-Weiß ist gleich 1/5. Und hier entsprechend alle Wahrscheinlichkeiten haben wir jetzt aufgeschrieben. So, das war die Vorarbeit. Jetzt geht es um das Ereignis A und B. Ereignis A, die erste Kugel ist schwarz. Auf welche Ergebnisse trifft das zu? Die erste Kugel ist schwarz, wäre schwarz-weiß und schwarz-schwarz. Ereignis B, die zweite Kugel ist weiß. Zweite Kugel ist weiß, wäre einmal dieser Pfad, schwarz-weiß und weiß-weiß. Gucken wir mal auf die Vierfeldtafel. Die Wahrscheinlichkeit für Ereignis A, da haben wir einmal 3/10 und 1/5, wäre zusammen 1/2. Für Nicht-A haben wir auch 1/2, denn beides muss zusammen 1 ergeben. Für die Gesamtwahrscheinlichkeit von B wäre einmal dieser Pfad und dieser Pfad zusammengenommen 1/5 und 3/10 ist auch 1/2. 1/2 und nicht B ist auch 1/2, gibt zusammen 1. So, jetzt die geschnittene Wahrscheinlichkeit. A und B. A und B wäre folgender Pfad. Schwarz-weiß. Also die Wahrscheinlichkeit für A und B ist 3/10. Die Wahrscheinlichkeit B und nicht A. B und nicht A ist 1/5, 1/5, denn diese Zahl plus diese Zahl ergibt diese Zahl. Die Wahrscheinlichkeit für A und nicht B ist auch 1/5, denn diese Zahl plus diese Zahl ergibt diese Zahl. Die Wahrscheinlichkeit für nicht B und nicht A ist 3/10, denn diese Zahl plus diese Zahl ergibt diese Zahl. Wie sieht es jetzt aus mit der Unabhängigkeit? Die Wahrscheinlichkeit für A und B ist 3/10. Haben wir hier. Und die Wahrscheinlichkeit von A mal die Wahrscheinlichkeit von B, also die Wahrscheinlichkeit von A mal die Wahrscheinlichkeit von B, ist 1/4. 1/2 mal 1/2 ist 1/4. Und 3/10 und 1/4 ist nicht das gleiche. Von daher sind diese beiden Ereignisse abhängig. Also wenn wir zwei Ereignisse A und B haben und beide Ereignisse sollen unabhängig voneinander sein, dann muss die Wahrscheinlichkeit von A und B gleich der Wahrscheinlichkeit von A mal der Wahrscheinlichkeit von B sein. Und das ist in diesem Fall nicht erfüllt. Das sind unterschiedliche Ergebnisse. Damit sind diese beiden Ergebnisse abhängig. Aufgabe B. Berechne folgende bedingte Wahrscheinlichkeiten. Das ist leider ein bisschen blöd aufgeschrieben. Hier soll eigentlich stehen P unter der Bedingung A von B
und P unter der Bedingung B von A. Wie rechnet man das? P unter der Bedingung A von B ist gleich P von A und B. Das ist einfach stur, muss man diese Formel auswendig lernen, den Satz von Bayes, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von A. Was kommt daraus? P, A und B. A und B, 3 Zehntel, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von A. Wahrscheinlichkeit von A ist 1 halb. 3 Zehntel geteilt durch 1 halb ist gleich 3 Fünftel. So, bei der anderen Wahrscheinlichkeit, P von A unter der Bedingung, dass B gilt, also hier steht immer die Bedingung, müssen wir rechnen P von B und A geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Was kommt daraus? B und A ist immer noch 3 Zehntel geteilt durch P von B. P von B ist auch 1 halb, also kommt das gleiche raus, nämlich 3 Fünftel. Und wir sind fertig.